Hallo und herzlich willkommen zum großen Finale unseres Let's Plays von Pokémon Schild. Jetzt kannst du dich an den Pokémon ergötzen, die ich eigens für den Kampf trainiert habe. Denke mal, dass das heute das Finale wird. Mal schauen, also wenn es jetzt zu übertrieben lang wird, nicht, aber schauen wir einfach mal. Oh, ein Lauchzalon. Fehlt noch in meinem Pokédex. Lauchzelot, Lauchzelot. Naja. Oh, vielleicht hätten wir uns erstmal heilen sollen. Fällt mir gerade so auf. Haben wir nicht das Spezialangriff gesunken? Oh, ciao, ciao. Upsi. Flügger müsste reichen. Oh, Leute. Wenn wir das große Finale aufgenommen haben, muss ich erstmal was kochen. Ich habe so Hunger. Mein Magen knurrt schon. Klick die Klack. Da holen wir jetzt mal Severus rein. Der scheint ja soweit noch fit zu sein. Nitro-Ladung. Ah, Schutzschild. Nitro-Ladung again. Setzt er bestimmt gleich wieder Schutzschild ein. Könnte ich wetten. Stromstoß, komm, trifft. Dürfte uns aber nicht besiegen. Man hat dann Rückschaden erlitten. Ah! Mag keine Pokémon, die ständig Schild einsetzen. Oh, mein Magen knurrt, Leute. Ich wollte das Finale jetzt noch sehen. Dann haben wir das nämlich geschafft. Also, mal gucken, ob wir es schaffen, das Finale durchzuspielen. Wer weiß, gegen wie viele Pokémon wir noch kämpfen müssen. Mal sehen. Das ist auch nochmal im zweiten Part. Wir schauen mal, wie weit wir jetzt kommen. In dem Part. Ich weiß halt nicht genau, was jetzt nach dem Kampf gegen ihn noch kommt. Ich denke mal an, dass dann der Kampf gegen unser Legi kommt, wir das Legi fangen können und dann, weiß nicht, vielleicht nochmal ein Kampf gegen Hopp oder so, keine Ahnung, könnte ja sein. Dass er noch seinen letzten Kampf gegen uns haben möchte. Und dann ist die Geschichte zu Ende, aber ich weiß es nicht. Ach ja, die wollen ja noch das eine Dino maximieren. Vielleicht tun sie zuerst noch Dino maximieren und dann, keine Ahnung. Wir schauen einfach mal, was passieren wird. Bronzong. Bronzong, da wechseln wir wieder in Seth rein. Als Feuer-Pokémon müsste er da gute Chancen haben. Nein, wir werden keinen Spaß haben miteinander. Ich bin nicht so der Typ, der auf Prinzen steht, auf vertönte. Tolle. Ich bin so toll auf so selbstverliebte Menschen. Haha. Attacke hat verfehlt. Bäbe, bäbe. Bäbe. Also, Schilderus, du bist echt nicht besonders stark. Oh, mein noblen Pokémon. W
Verloren? Ich? Wie ist das nur möglich? Wir haben die Meute vertrieben. Jetzt heißt es ab nach oben. Jede Sekunde zählt. Was war das? Ah, offenbar hat mein Bruder ausreichend Zeit, um den Plan zu vollenden. Gehen wir! Ich muss jetzt erstmal meine Pokémon heilen. Da ja offensichtlich niemand meine Pokémon heilt, muss ich selber machen. Ah, habe ich denn sowas hier? Was haben wir denn hier? Hier haben wir auf jeden Fall mal Beleber. Einmal für den Moritz. Dann haben wir bestimmt noch ein paar Tränke, oder? Hier. Für den Moritz. Für den Remus. Für Georgie. Und für Seth. Dann schauen wir mal, was uns jetzt da oben erwartet. Ich habe es vollbracht, Brüderchen. Die Kreatur hat sich tatsächlich vom rostigen Schwert anlocken lassen. Dann muss ich hier nur noch eine ordentliche Ladung an Gala-Partikeln verpassen. Oh je. Ist das Zazian, gell? Das sieht gar nicht gut aus. Das Arme. Wie konnten sie das nur tun? Sehen sie nicht, wie schmerzhaft das für Zazian ist? Und alles nur, weil ich nicht verhindern konnte, dass sie das rostige Schwert stehlen. Der Schleier ist gefallen und seine wahre Natur offenbar. Sich in all ihrer rohen Gewalt. Die Bestie soll also euer Held sein. Jetzt zeigt sich, wer die wahren Könige der Gala-Region sind. Bruder! Ich bin nicht dein Ziel. Du sollst all deinen Zorn an der Stadt und ihren Einwohnern auslassen. Es versucht verzweifelt, seine Kraft im Zaun zu halten. Doch es will ihm nicht gelingen. Zazian! Ich hatte gehofft, wir können ähnlich vorgehen wie bei den Dynamax-Pokémon. Jetzt haben wir es aber mit einem legendären Pokémon zu tun. Falls du vorhast, es zu fangen, würde ich dich davon abraten. Ich geb's nur ungerne zu, aber ich glaube, du bist die Einzige, die diese Situation gewachsen ist. Mach dir keine Sorgen, Liz. Ich kümmere mich darum, dass die Halle in Sicherheit sind. Konzentrier du dich darauf, Zazian zu besänftigen. Liz, es greift an! Wie Zazian einfach ein Ohr fehlt. Oder ein halbes Ohr. Das Arme. Mal gucken. Oha, 70. Seelenbruch. Das kann ja heiter werden. Ich nehme an, ich muss es besiegen, weil fangen darf es ja nicht. Oder kann ich ja nicht, hieß es. Also muss ich versuchen, es zu besiegen. Ich weiß leider keine Ahnung, was Zazian für Kombi hat, wenn ich ehrlich bin. Haben wir denn irgendwas? Hier. Stahlflügel. Was bist du für ein Pokémon? Aber Sandschuhklinge könnte. Bist du Typ Fee? Fee ist doch gegen Stahl schwach, oder wie war das? Keine Ahnung. So, Stahlflügel. Knirscher dürfte also jetzt nicht so. Oh doch, das macht doch gut Schaden. Gut, ist halt auch overlevelt. Scheiße. Entschuldigung, Kacke hat verfehlt. Oh, das könnte ja heiter werden. Ich glaube, wir holen gleich George rein. George hat wenigstens vom Level her eine Chance. Ja, die anderen nicht so. Kampf scheint es nicht zu sein, weil wenn es Kampf wäre, dann wäre Felsgrab nicht effektiv. Nicht sehr effektiv. Biss ist nicht sehr effektiv. Das heißt auf jeden Fall kein Geist-Pokémon.
Ja, keine Ahnung, was das für ein Pokémon ist. Aber Aquadurchstoß wird's richten. Jetzt boostet sich's auch noch mit Schwerttanz. Komm, bitte, bitte. Ja! Sassian, alles in Ordnung mit dir. Vorsicht, Hopp, pass auf. Gott. Ah, Samazenta, oder? Samazenta? Danke, dass du mich gerettet hast, Samazenta. Es scheint seine Kraft noch immer nicht ganz kontrollieren zu können. Ich mache mir große Sorgen um Zazian, Liz. Ich muss ihm einfach hinterher. Und das gibst du jetzt auf der Stelle zurück. Das gehört Zazian. Oh, wie? Hopp holt sich das rostige Schwert zurück. Nein! Ich flehe dich an! Verschone meinen großen Bruder! Samazenta! Samazenta starrt dich an. Halt! Samazenta! Ich wollte dich doch fangen für meinen Pokédex! Und ich muss sagen, das hätte man aber besser gestalten können, wie die sich drehen. Sieht sehr, sehr wackelig aus, wie die sich umdrehen. So bewältigt man eine Krise als Champ. Respekt. Ich glaube, es wartet auf dich. Dann lassen wir es mal warten. Ich muss erstmal hier meine Pokémon heilen. Sein Zeitgenosse Bruder hat mir ein bisschen zu schaffen gemacht. So. Dann brauche ich noch wieder Hypertränke. Nochmal für Mo. Für Remus. Und für George. Und ich hole George, glaube ich, nach vorne. Habe ich denn Pokebälle? Oh, 52. Weil ich würde den Meisterball gerne mal aufbewahren. Den kann man vielleicht immer mal noch gebrauchen. Meisterball kann man immer gebrauchen. Nur wenn ich jetzt nicht schaffe, Samazenta mit dem Überbällen zu fangen, dann kann ich immer noch einen Meisterball verwenden. Wir speichern noch kurz. Speichern ist immer gut. So. Samazenta betrachtet dich mit ruhigen Blickes. Nimmst du den rostigen Schild zur Hand, um Samazenta zu fangen? Ja. Wildi! Oder Void! Oh, das ist schon ein schönes Pokémon. Also sind beide wunderschön. Samazenta und Zacian. Samazentas Blick wirkt entschlossen. Verteidigung Samazenta stark. Das ist die einzige Attacke, die effektiv ist. Gucken, wie viel Schaden es anrichtet. Ja, da können wir noch zwei, dreimal machen. Ohne es aus Versehen zu besiegen, selbst mit einem, wie sagt man? Mit einem Crit. Also mit einem Volltreffer. Gigantenstoß. Das ist jetzt halt die Frage. Das ist seine Attacke, die nur er lernen kann. Aber ich weiß ja nicht, macht das einen Rückstoßschaden? Nein. Komm, einer müssten wir noch schaffen. Also müsste er noch überstehen, hoffe ich. Ja, jetzt ist es gut geschwächt, damit wir Pokébälle werfen können. Ja, schon macht keinen Stoßschaden.
Sandschuhklinge wird es wahrscheinlich noch haben. Es macht auch keinen Rückstoßschaden. Die einzigen Attacken, die er noch haben könnte, die Rückstoßschaden. Nee. Ich glaube keine. Gegenstoßschlag-Ding da. Ah, Eisenabwehr. Nee, dann hat er nichts. Eisenabwehr. Sandschuhklinge wird er noch haben. Und. Und. Schnürscher. Ah. Mal gucken, wie viel Bälle wir brauchen. Bisher hatten wir zwei. Was mache ich denn? Gott sei Dank. Gott sei Dank ist die Attacke leer. Eins. Zwei. Ah. Ich dachte jetzt schon bei drei Bällen drin, das wäre gut gewesen. Und Gigantenstoß. Müssen wir uns kurz aufheilen. Weil sonst. Weil die anderen, die tanken nicht so viel von, sag mal, Sender. Haben wir keinen Hypertrank mehr? Oh. Schlitzer. Ah, das hat Schlitzer statt Sandschuhklinge. Ich muss halt im Ball drin bleiben, bevor es Verzweifler einsetzt. Aber Knirscher hat ja ein paar Runden. Ich glaube, es dann bleibt hoffentlich im Ball. Wir können ja jetzt nicht heilen. Und Schlitzer hat ja auch, ich glaube, 20 oder so AP. Und dann Eisenabwehr. Wenn er mal nur noch Eisenabwehr einsetzt, dann Obacht. Gucken, ob vielleicht Vanya noch ein bisschen Schaden finden kann. Oder ob Vanya vielleicht durch Vanya eine Paralyse erleidet, wäre nicht schlecht. Zwei! Ja, ja. Da hat sich's gedacht, da bleibe ich lieber drin, als mich paralysieren zu lassen. Wir haben Summersend da gefangen. Ah, Kampfisch das. Dieses Pokémon fiel in Form einer Steinstatue in solch einen langen Schlaf, dass es in Vergessenheit geraten ist. Das Arme. Wie nennen wir dich denn? Wo ist denn hier das Z? Z, 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 Z. Da. Wir nennen dich Sam. Aber mit Z, Sam. Sollen wir Sam mal ins Team nehmen? Dann nehmen wir mal aus dem Team raus. Moritz. Was habe ich jetzt aufgehoben? Wow, wirklich beeindruckend. Der wahre König hat dich für würdig befunden. Oh. Wir wurden Zeuge eines noblen Kampfes. Ich schäme mich regelrecht dafür, dass wir die ganze Zeit nichts anderes im Sinne hatten, als uns darüber zu streiten, wer die wahren Könige sind. Du da! Was? Zackenschopf! Freundlich. Ach nee, das war der, wo das gesagt hat. Freundlich und zuvorkommend, wie immer. Mein Brüderchen und ich werden für unsere Taten Buße tun.
Führe uns sogleich an einen angemessenen Ort, an dem wir Abbitte leisten können. Für Kerle, die ihre Taten angeblich bereuen, schubsen sie uns ganz schön rum. Aber was soll's? Liz, mittlerweile habe ich einen Eindruck davon, was du wirklich drauf hast. Und ich muss sagen, du hast dir den Titel des Champs wirklich verdient. Aber bitte, ich bitte dich, lass mich zumindest für eine Weile in Frieden. Ich habe nämlich ein Muster erkannt. Immer, immer wenn du mich sehen willst, ist Ärger im Verzug. Unverschämtheit! Alle Arenaleiter bieten mir ihre Hilfe an. Wenn ich ihre Hilfe brauche, bieten sie mir ihre Hilfe an. Und der sagt einfach, ich soll ihn in Ruhe lassen. Ich glaub's ja nicht. Er ist doch hinter mir hergelaufen und ich ihm. Professor Sania, ich kann mich von Ihnen verlangen, dass Sie mir verzeihen. Trotzdem möchte ich mich aufrichtig dafür entschuldigen, dass ich Sie hintergangen und belogen habe. Anfangs hat mich das auch ziemlich getroffen, keine Frage. Aber mittlerweile denke ich, schwamm drüber. Das hake ich einfach alles eine Sache ab. Auch das, aus der ich was für die Zukunft lernen konnte. Und das meine ich nicht sarkastisch, okay? Puh. Nun, dann wünsche ich Ihnen auch weiterhin viel Erfolg. Auf Wiedersehen. So, damit hätten wir die beiden nicht ganz so lustigen Clowns erfolgreich aufgehalten. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass das ja nichts passiert ist. Piep, piep, piep! List, ein Smart-Rotom. Das könnte Hope sein. Hopp sein. Ja, du bist es wahrscheinlich ausnahmsweise mal nicht, Sania. Liz, also ich bin gerade... Hey, jetzt beruhig dich doch! Hey, hast du das gehört? Zazian ist auch bei mir. Ist alles okay? Wenn Zazian herumwütet, ist es nicht gerade gemütlich. Aber es geht schon. Kannst du vorbeikommen, Liz? Ich könnte deine Hilfe gut gebrauchen. Ich warte im Inneren des Schlummerwalds auf dich. Bis dann. Bei Hopp scheint es ja wieder drunter und drüber zu gehen. Alles wie immer, schätze ich. Waldi! Auch Samazenta scheint sich Sorgen um seinen Partner zu machen. Wir sollten Zazian und Hopp besser nicht zu lange warten lassen. Los, auf in den Schlummerwald. Heilst du mich davor noch oder muss ich jetzt erst irgendwo hinfliegen und mich heilen lassen? Dumme Frage. Ja, wir fliegen einfach mal hier hin irgendwo. Können wir uns schon heilen? Ah. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Mit Zazian. Vielen Dank. Bitte bär uns bald wieder. So, dann fliegen wir mal zum Wald. Kann ich da hinfliegen? Schade. Kann ich nach Hause fliegen? Hier. Na, mal schauen mal, was er da noch erwartet. Was uns da noch erwartet. So. Ich hoffe, Hopp geht's gut. Ich meine, er ist unser Rivale. Er ist manchmal ein wenig chaotisch. Sania, du bist auch da. Hopp wartet hinten im Wald auf dich. Soll ich dich hinbringen? Ja. Das ist aber nett. Und ich dachte, ich müsste den ganzen Weg jetzt laufen. Sehr lieb von dir, Sania. Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles wird in Ordnung. Hörst du? Klingt nicht so in Ordnung. Du kannst dich selbst unter Kontrolle halten. Ich glaube an dich. Immerhin bist du der Held, der die Gala-Region gerettet hat.
Wow, du hast dich tatsächlich beruhigt. Fantastisch. Ich wusste, dass du es schaffst. Du liebes bisschen Hopp, du siehst ziemlich durch den Wind aus. Oh, hi, da seid ihr ja. Gut möglich. Ich war so damit beschäftigt, Zazian zu beruhigen, dass ich alles andere vergessen hab. Unglaublich, dass du einfach allein losgestürzt bist, um den legendären Helden zu besänftigen. Was? Es sieht glücklich aus. Ja, finde ich auch. Es war aber echt kein Zuckerschlecken, sag ich dir. Was? Was, echt jetzt? Ist das dein Ernst? Was willst du, Zazian? Was will Zazian von dir? Ich glaube, es hat meine Talente als Trainer anerkannt und es möchte Teil meines Teams werden. Wirklich? Das ist ja großartig. Also, wenn du es wirklich ernst meinst... Mal sehen. Hau? Ja klar, mit dem Pokéball. Ich hab gefühlt 6 Hyperbälle gebraucht und der fängt's einfach mit einem Pokéball. Ja, super. Vielleicht hätte ich auch einen Pokéball werfen sollen. Vielleicht wäre Samazenta dann auch drin geblieben. Ich muss schon sagen, ihr zwei seid echt unglaublich. Ich kann selbst noch nicht ganz glauben, was da eben passiert ist. Aber ich habe das Gefühl, dass ich dank all dem ein neues Kapitel beginnen kann. Liz, ich habe eine Bitte an dich. Denke jetzt bloß nicht, dass ich Bettis nachahmen will, aber... Würdest du bitte noch einmal gegen mich kämpfen? Hier, wo alles angefangen hat? Im Schlummerwald? Stimmt, hier hat tatsächlich alles angefangen, wo du sagst. Na dann, auf geht's. Liz, bei diesem Kampf halten wir uns kein bisschen zurück, okay? Bist du soweit? Na dann, los geht's. Ich weiß gar nicht, mit was ich jetzt anfange, aber passt schon. Wahrscheinlich mit Samazenta. Das wahrscheinlich auch overpowered ist. Surlock. Habe ich auch eins im Team. Ah, mein Gott, Spankenland, der ist auch overpowered. Wenigstens sind wir jetzt wieder fit. Ist mir so gegangen, während ich versucht habe, den Pokédex in der Naturzone zu vervollständigen, dass ich immer George vergessen habe zu heilen und wenn ich dann aufgehört habe, dann hatte ich ganz oft das Problem, dass er fast keine AP mehr hatte, während ich dann durch die Naturzone bin und habe mir jedes Mal gesagt, so, jetzt am Schluss gehst du George aufheilen und ich habe es aber nie gemacht, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe es immer vergessen. Ja. Naja. Jetzt haben wir zumindest nochmal ein Pokémon. Ich habe vor übrigens, oder in der letzten Folge, wo ich das gesagt habe, mit den Pokémon, die mir noch fehlen, die ich noch in dem Spiel kriegen kann, noch Typ 0 vergessen. Aber Gento, die kriege ich natürlich in dem Spiel auch noch. Die kriegt man, glaube ich, in Rose Tower, soviel ich weiß. Aber die Stadt werden wir ja auch nochmal erkunden und dann können wir uns Typ 0 holen. Ich will ja so, ich habe ja angefangen, so eine Städte-Tour zu machen, wo ich euch ja alle Städte vorstelle. Und ich werde auch Score City noch machen. Aber eben. Oh! Hey, das war mal nicht nett. aber. Wollte jetzt sagen, jetzt hat er mich so einfach mal weggehauen, dass ich kurz Gedanken anders war. Aber klar, wieso hat sein Pokémon auch Level 40? Wunder, dass er mich gleich weghaut. Aber von Gottrom dürfte nichts gegen Remus können, groß. Slam. Auch nicht so viel, wenn er überhaupt getroffen hätte. Ja. Das wird demnächst kommen. Und dann werden wir mit Schwert Nuzlocke beginnen. Und werden da mal versuchen,
wirklich durchzuspielen und Pokémon, die besiegt werden, sind besiegt. Da habe ich halt immer noch nichts gegen Prinz Igel. Ja. Es kann also schon auch spannend werden mit der Schwertnastoffenden. Wenn wir da auch in jedem Gebiet nur ein Pokémon fangen, außer die Pokémon, von denen ich weiß, dass ich den Schild noch brauche, die werde ich... Na super. Die werde ich... Das wird nicht viel Schaden anrichten. Die werde ich, die werde ich in, wie sagt man? Herrgott. Hilf mir. Die werde ich auch in Schwert fangen, aber ich werde nicht die Nuzlocke benutzen. Die fange ich halt nur, damit wir den Pokédex voll kriegen. Was haben wir denn jetzt hier noch? Ah. Komm. Mit der Gesteinsattacke müsst ihr ja viel Schaden einsetzen. Und ja, bevor ihr es in die Kommentare schreibt, ich weiß, es war nicht klug, mit einem Flug-Pokémon gegen ein Elektro-Pokémon zu kämpfen. Und es ist auch nicht klug, mit einem Wasser-Pokémon gegen ein Elektro-Pokémon zu kämpfen. Aber wir sind auch Gestein. Und dadurch dürfte es nicht ganz so viel... Also ich trotzdem viel Schaden an, aber nicht ganz so viel Schaden anrichten. Und nein, ich habe immer noch keine Bodenattacken gegen Elektro-Pokémon. Das ist genau dasselbe Elend wie mit Gift-Pokémon. Gegen die habe ich meistens auch nichts. Relaxo. Aber gegen Relaxo, da hätten wir... Hier, bleiben trotzdem drin. Relaxo hat ja so eine hohe Verteidigung. Mit Aqua-Haubitze müssten wir gut Schaden machen. Nee, nicht Aqua-Haubitze. Aqua-Durchbruch. Durchstoß heißt Durchbruch. Wir sind ja auch ein bisschen overlevelt. Ja, es war ja fast ein Einmal. Erdbeben dürfte... Gut. Gehen. Und Relaxo wurde besiegt. Jimmy erreicht Level 63. Kramor. Komm. Ja, ich weiß, es ist nicht klug, ein Käfer-Pokémon gegen ein Flug-Pokémon einzusetzen. Aber ich habe nun mal nichts mehr, was gegen ein Kramor effektiv ist. Außer Elektro-Attacken. Also ich will gar nichts hören. Und es ist auch nicht klug, da wir, fällt mir gerade auf, 6 Level drunter sind. Kann ja heiter werden. Oh ja, fast ein Schlag. Ah, es war ein Volltreffer. Setzt du nur Lichtschild ein. Besser als wenn du einen Bohrschnabel oder so einsetzt. Aber jetzt wird er wahrscheinlich... Ah ne, setz nicht mal... Ich dachte, jetzt setzt seine Top-Genesung ein. Macht's aber nicht, Gott sei Dank. Mein Hand waren ja 64 erreicht. So, Zacian, da setzen wir Zamazenta ein. Komm, dann gucken wir... Wer stärker ist, Schild oder Schwert? Los, Sepp! Was? Aber dir geht es bestimmt auch so. Nö, ich habe kein Gefühlschaos, mir geht's super. Gut, dann kann man lachen oder weinen, was? Ah, ich finde Zacian aber auch cool. Ich finde, die sehen beide richtig cool aus. Zamazenta und Zacian. So. Einzigste, was offensichtlich halbwegs gut ist, Gigastoß. Nahkampf hat der. Oh! Herrgott. Und mein Church kann ich nicht gegen Zamazenta wirklich einsetzen. Weil Attacken wie Nahkampf. Ade, bye bye, war schön. Schein tut weh. Komm. Richt mal ein bisschen Schaden an. Ja, du richtest wenigstens auch gut Schaden an.
nichts gegen, gegen Satzian. Wenn man sinkt die Verteidigung. Mach dir nichts raus, Sam. Du hast gut gekämpft. Du gehst mit Kampfattacken gleich K.O. Ich muss nicht George einsetzen, aber... Wir setzen jetzt Jim ein, heilen George. Und hoffen, dass George mit ein, zwei... Aquahaupt. Ah ne, wir haben keine Heiltränke mehr. Ich habe keine Gitarre. Kraftwurzel. Ja, dann nehmen wir eine Kraftwurzel. Das heilt auch ein wenig. Nahkampf. Auf Wiedersehen. Oh, er überlebt mit 5. Mit 5 KP. Wer hätte das erwartet? Und dann sinkt die Verteidigung nochmal ein Stück. Und Lichtschild ist weg. Das ist sehr gut. Vielleicht schafft George ihn mit einem... Ich kann noch mal einen Gegenschlag. Wenn du nur schnell bist. Nee. Vielleicht schafft George ihn ja mit einem Aqua-Durchstoß zu besiegen. Wer weiß das schon. Andere Methode haben wir nicht. Hoffen, dass wir Nahkampf überleben. Scheiß! Entschuldigung. Mist. Was machen wir jetzt, Leute? Sag mir, was ich machen soll. Alter, haut uns gerade weg. Wenn ich wüsste, dass Vanya 2 Attacken tankt. Komm, wir versuchen Sam zu heilen und dann... Und hoffen, dass... Hoffen, dass Sam... Sam hat Sam besiegt. Sassian besiegt. Steigt. Wir setzen jetzt nochmal so ein Kraftkraut ein. Kraftwurzel ein, davon haben wir ja noch ein paar und hoffen, dass Sam irgendwie 2 Attacken tankt von irgendeiner Attacke, die der hat. Der wir dann. Ja, zum Beispiel Knirscher. Knirscher scheint schon mal nicht so viel Schaden anzurichten. Und ich glaube, so viele von seiner stärksten Attacke dürfte er gar nicht mehr haben. Wahrscheinlich hat er nur noch Knirscher, weil er nur noch Knirscher einsetzt. Dass Hopp uns mal ein schwerer Gegner wird. Wer hätte es gedacht. Aber auch nur dank Satzian. Dank dir und meinem Bruder werde ich immer stärker. Ich schulde euch wohl was. Du das sagst. Der allerbeste Champ hat wieder zugeschlagen. Du hast echt drauf, Liz. Doch anders als früher macht mir eine Niederlage nun nichts mehr aus. Ich fühle mich trotzdem gut. Und weißt du warum? Ich habe einen neuen Traum gefunden, den ich verwirklichen will. Ich möchte jemand werden, der überall auf der Welt Pokémon hilft, die in Not sind. Ich möchte ein Pokémon, was? Professor werden. Okay, na dann kann ich ja zu Sania gehen. Der Gedanke kam mir, als wir vom Stadion zum Stadion gehetzt sind, um die wild gewordenen Pokémon wieder unter Kontrolle zu bringen. Ich weiß, dass ich noch große Wissenslücken in Sachen Pokémon habe und an Erfahrungen mangelt es mir auch. Doch ab jetzt werde ich mich mächtig ins Zeug legen und büffeln, bis mir der Kopf raucht. Eines Tages werde ich mich dann zu einem Professor gemausert haben,
auf den Sania und du stolz sein könnt. Damit schlage ich zwar einen anderen Weg ein als mein Bruder und du, doch für mich wirst du immer meine Rivalin bleiben. Das will ich auch hoffen. Oh, versprochen, du und ich, Rivalen auf ewig. Ach, die Jugend, so unbeschwert und voller Enthusiasmus. Ich glaube, ich habe da was im Auge. Es stimmt also tatsächlich, dass ältere Leute näher am Wasser gebaut sind, hm? Wie bitte? Ich bin ja wohl selbst noch quick, lebendig und spritzig. Aber hör mal ab. Was hältst du davon, bei mir im Labor als Assistentin anzufangen? Was? Also wahrscheinlich eher als Assistent. Ich habe alle möglichen Bücher und Dokumente über Pokémon. Einfach perfekt für jemanden, der Pokémon-Professor werden will. Außerdem könnte ich dir so auf deinem Weg mit Rat und Tat zur Seite stehen. Da brauche ich nicht lange zu überlegen. Und ob ich will, aber kannst du mich überhaupt gebrauchen? Was für eine Frage, zumal ich ja jetzt niemanden mehr habe, der mir zur Hand geht. Auf dich wartet jede Menge Arbeit. Und er wird dich nicht an die Clouds verraten. Moment mal, du suchst also bloß jemand, der die Arbeit übernimmt? Naja, mir soll's recht sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Und dich auch nicht, Liz. Du hältst die seltene Liga-Karte von Hopp. Klatsch, klatsch. Oh ne, die Clowns. Gerade habe ich an die gedacht. Oha, oha. Wahrhaftlich ein fabelhafter Kampf. Und welch ein rührender Wortwechsel. Oha, oha. Und ein Haar hätte ich ein Tränchen vergossen. Schwerthold und Schilterich und Ness. Und auch du, Bruder Herz. Was wollt ihr denn alle hier? Kein Grund, gleich so einen Aufstand zu machen, junge Frau. Wir sind nur hergekommen, um Liz die Ehre zu erweisen. Die beiden wollten sich partout nicht davon abbringen lassen, sich persönlich zu entschuldigen. Und ich bin quasi nur hier, um auf die beiden aufzupassen. Immerhin sind sie ja Nachkommen des alten Könighauses von Gala. Wie es aussieht, habt ihr echt zauberhafte Arbeit geleistet. Während ich im Rose Tower damit beschäftigt war, das Chaos zu beseitigen, das der Präsident hinterlassen hatte. Bruder Herz, du kannst dir gar nicht vorstellen, was die zwei da angestellt haben. Überall haben sie Pokémon zu deiner Maximierung gezwungen. Das hättest du mal sehen sollen. Und wir bereuen unsere Taten zutiefst. Aus purem Egoismus haben wir im Kauf genommen, dass unschuldige Pokémon verletzt werden. Nichtsdestotrotz hat Liz unsere hochmütige Haut gerettet. Deine Großmütigkeit ist größer als deiner, Max. Du wärst selbst als Königin geeigneter als wir. Jetzt geht das schon wieder los. Wann begreifen ihr zwei endlich, dass Sassian und Semazenta die wahren Könige sind? Nein, nein. Und nochmals nein, wenn du das Zepter schon in der Hand geben müssen, dann zumindest an Liz. Ja genau, ich dich betrachte, desto mehr spüre ich, wie dich eine Aura der Berühmtheit umgibt. Die beiden haben zwar eine Schraube locker, aber irgendwie scheinen sie dich ins Herz geschlossen zu haben, Liz. Die haben mehr als eine Schraube locker. Oha, schon so spät. Wir würden gerne noch verweilen, doch wir müssen aufbrechen. Auf uns wartet eine große Spießrutenlauf, bei dem wir uns bei allen Leuten entschuldigen, die durch unsere Taten Unangenehmlichkeiten erfahren mussten. In diesem Sinne, ade! Hey, wer hat euch erlaubt, einfach abzuhauen? Hopp? Ja, was ist? Ich habe deinen Kampf gegen den Champ Liz mitverfolgt. Du bist unheimlich stark geworden. Um ein Haar hätte ich Glurak rausgelassen und selbst mitgekämpft. Es freut mich sehr, dass du jetzt deine Bestimmung gefunden hast.
Und du musst wissen, dass du meine volle Unterstützung hast. Aber das sage ich jetzt nicht bloß, weil ich dein großer Bruder bin. Nein, das sage ich dir auch als dein Rivale. Danke, Bruderherz. Wow, ein Lob von Delion hört man wahrlich nicht alle Tage. Das ist es nur verständlich, dass auch dir mal die Worte fehlen, Hopp. Ach, hör schon auf, Sanya. Hehehe. Also dann, Kids, machen auch wir uns auf den Rückweg. Oh ja, das ist die Gelegenheit für ein Wettrennen bis zum Waldrand. Los geht's! Also ich denke mal, dass der Part jetzt auch zu Ende sein wird und die Geschichte. Ja, da steht auch Ende. Dann würde ich sagen, beende ich auch den Part, der jetzt heute mal in Überlänge ist. Also fast 2 Folgen lang sozusagen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn jetzt noch in Pokémon Schild sehen wollt. Also ich werde auf jeden Fall noch die Städtetouren machen. Aber habt ihr Lust, dass ich auch ab und an ein paar Raids mache, wo ihr zuschauen könnt? Oder wie sieht's aus? Wollt ihr vielleicht doch schon mal einen Shiny Hunt, bevor wir den Schillerpin haben? Weil es wird auf jeden Fall noch eine Weile gehen. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Ah, oder wollt ihr, dass ich am Kampfturm mich versuche in Score City? Könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Und dann weiß ich, wie ich in Pokémon Schild weiter vorgehen soll. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss, eure LA. Ich hab euch lieb.